Hallo ihr Lieben und damit ein recht herzliches Hallo und willkommen zu einer zweiten Folge Let's Show hier auf dem Kanal Rappelzappel. Diesmal gehen wir den guten Real Danny mal besuchen. Hat jetzt eine Weile gedauert, ich hatte mir da zwar hier irgendwo aufgeschrieben, seine Koordinaten, aber ja, musste dann einfach hier so ein bisschen rumfliegen und habe ihn aber letztendlich gefunden. Und ja, hier hat sich einiges verändert. Also als ich das letzte Mal hier war, da hat er hier noch so ein Schild gehabt hier. Das ist das Reich vom Bürgermeister Real Danny, irgendwie sowas. Ja, aber hat er hier schon schick gemacht hier? Guck mal, er hat da schon gut gemacht. Ich würde hier unten persönlich, würde ich hier nochmal so ein kleines Treppchen hier, weißt du? So eine kleine Treppe hier so hoch. Das irgendwie hier vielleicht noch so irgendwie zu. Oder so, aber hier so eine kleine Treppe nach oben, damit man gleich hier zack rennen kann. Ja. Aber ansonsten, gut, wollen wir mal nicht... Oh, oh, guck mal, das ist ja hier. Hat er schön hier auf und zu, wa? Herrlich, finde ich ja klasse. Finde ich ja klasse. So, ich habe mir vorgenommen, wir begutachten das Ganze erstmal schön von außen. Ja, und arbeiten uns dann nach innen. So, mal kurz kicken, was er hier... Hat er hier irgendwie... Guck mal, da unten hat er sich ein bisschen was angebaut, glaube ich. Wa? Ich glaube nicht, dass das da naturgemäß ist. Aber da hat er sich so ein bisschen Zuckerrohr hat er sich hier angebaut. Ja, kick dir das mal an hier. Ja, finde ich schick, finde ich gut. Hier hinten hat er auch nochmal so ein bisschen. Ja, hat er sich aber eine schöne Ecke hier ausgesucht. Guck mal, hier ist auch schön ruhig. Hat er eine Brücke gebaut hier. Finde ich ja gut, finde ich ja gut. Konnte man ja in seinen ersten Folgen sehen, als er hier auf den Community-Server quasi angefangen hat, konnte man ja auf seinen ersten Folgen, konnte man ja sehen, wie er das hier angefangen hat. Schöne Brücke zu bauen, etc. Und als ich das letzte Mal hier war, bin ich hier schon mal ein bisschen rumgeflogen. Hab mir das ganze Mal so angekickt. Aber hat sich einiges hat sich hier verändert. Guck mal, hier hat er die ganze Technik drin. Kann man hier von. Kann man von hier aus nochmal sehen hier. Guck mal. Da hat er so die ganze Technik hat er hier verarbeitet. Finde ich gut. Guck mal. Hat er gut gemacht. Schicki schicki. So, was gibt's noch zu begutachten? So, Real Danny, jetzt wirst du begutachtet hier. Was haben wir denn hier? Zeig mal her. Was haben wir denn hier? Wenn du in der Nacht reingehst, sieht's cooler aus. Mhm. Hat? Hier? Was hat er hier? Lass mal runter hier. Was hat er hier geschrieben? Comment dafür. Time set night. Ah ja. Gut, gut. Siehst du, können wir hier, können wir slash time set night, denke ich mal, können wir eingeben. Und dann können wir hier schön rein. So, Keep Out hat er hier gemacht. Ah, hier kommst du gar nicht mehr rein, wa? Oder? Doch. Super. Hat er auch verändert, weil damals war hier oben... Unbewohntes Haus. Hat er noch was gebaut? Ich weiß das ja nicht. Ich kenne nur das hier. So, aber wir wollten erstmal außen hier so ein bisschen rumfliegen. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich bin hier wieder schön im Gott-Mode. Ja, lässt sich ja besser begutachten. Gut, fangen wir mal an. So, was hat er hier oben? Oh, guck mal, hier hat er eine schöne Terrasse gebaut, wa? Hier kann man schön nach draußen kicken. Oh, guck mal, hat er schön Rose hier hingebastelt. Mh, herrlichst. Ja. Ach, im Übrigen, ich nehme das Ganze jetzt hier erstmal ohne Musik auf. Habe ja momentan Langeweile. Und werde das, werde die Musik im Nachhinein da so ein bisschen einfügen. Dann kann ich die Lautstärke auch besser anpassen. Ja. Gut, weiter hier zur Begutachtung. Guck mal, hat er hier schön... Bänke hat er hingemacht, wa? Kann man schön nach draußen... Aber guck mal, die, ey, wie herrlich die Sicht ist. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Da hinten müsste man vielleicht noch irgendwie community-mäßig mal was hinbauen oder so. Dass man irgendwie so, weiß ich nicht, so eine riesen Skyline oder sowas irgendwie... Oh. Da kommen ja schon wieder Ideen, wa? Ist ja klasse. So, was haben wir denn hier? Geht mal, hier hat er sich eine Workbench hingemacht. Da kann man ja nicht genug haben. Hier im Freien hat er ein paar Kisten hingestellt. Was hat er denn hier? Hier hat er gar nichts. Was hat er hier? Oh, guck mal, hier hat er sich ein bisschen Essen. Hat er, ist er nicht viel? Ja, aber er ist ja auch allein lebend. Also da ist er nicht... Oh, guck mal, hat er noch was stehen? Hm, Erde und ähnliches. Oh, hat er aber... ja, schön hat er. Oh, guck mal, hier unten hat er sich auch einen Brunnen hingebastelt. Das hat sich auch verändert. Als ich das letzte Mal hier war, da hat er sowas wie so ein kleines Häuschen hier gehabt. Hat mir persönlich eigentlich richtig gut gefallen. Das kleine Häuschen, was er da hatte. Jetzt hat er das Ganze umgebaut in so einen kleinen Brunnen. Guck mal, ich kann so schön runterkicken. Ah, du bist der Jutruf, Danny. Kick dir das mal an. Schick, kannst du schön nach unten kicken. Oh, da freue ich mich ja schon, wenn wir in die Hütte reingehen.
So, also hier hat sich auf jeden Fall ein bisschen was getan. Ich weiß nicht, ob man das in seinen Videos auch sehen konnte, ob er das auch irgendwie aufgenommen hat. Kann ich mich aber nicht dran erinnern. Oder er hat die Videos irgendwie geheim gehalten. Ja, keine Ahnung, wissen wir ja nicht. So, aber auf jeden Fall hier der Springbrunnen finde ich schon mal sehr gut. Ja, finde ich sehr gut. Hier hat er auch ein paar Leuchtelemente da noch mit eingebaut, dass das Ganze so ein bisschen schöner wirkt. Hm, habe ich aber bei meinem auch. Ich habe aber anstatt der Ziegelsteine, der Mauersteine da, habe ich auch Glas genommen, so damit es nicht so auffällt. Ich habe blaues Glas genommen, weil Wasser ist ja auch blau, blaues Glas und so. Aber ist sehr schön. Ist auf jeden Fall ein schöner kleiner Brunnen. Sehr idyllisch. Warte mal, wenn hier hinten, hat er hier noch irgendwas gebaut? Nee, also so weit war er jetzt noch nicht gewesen. So, also der Außenbau ist recht überschaulich. Oh, hier hat er noch, guck mal hier, hat er schön, hat er hier. Hat er sich ein paar Schafe, ein paar Kühe hier, hat er schön zusammengeschmissen. Oh, guck mal, was der hier für eine schöne Aussicht hat hier. Schön aufs Meer raus. Schön aufs Meer raus. Was hat er hier unten? Hat er hier noch irgendwas gebaut? Lass mal hier kurz kicken. Ah, guck mal, hier könnte man sich aber auch irgendwie was fein machen, wa? Aber hier das Meer, das ist ja sehr gut. Also hier hat er sich ja eine gute Stelle ausgesucht, muss ich ja mal sagen. Also mir gefällt das. Da hat sich der Danny hier aber richtig schön, hat er hier. Guck mal, da drüben hat er noch ein paar Schafe. Oh, hier hat er auch gleich das Moor, etc. Gut, ich will jetzt nicht so weit weg hier. Wir wollen ja hier schön beim Danny bleiben. Dass wir hier mal so ein bisschen überschaulich die ganze hier mal so ein bisschen präsentieren können. Ah, oh gut. Also hier außen haben wir jetzt erstmal alles besichtigt. Ich fliege mal kurz hier nach oben. Vielleicht ist hier hinten noch irgendwas. Vielleicht hat er hier noch irgendwas gebaut. Kann ich jetzt aber ganz schlecht erkennen. Ja, auf jeden Fall, kickt euch das mal an hier. Also hat er schön gemacht. Also mir gefällt die Terrasse hier sehr gut. Also mir gefällt die richtig gut, die Terrasse. Ja, hier oben könnte man vielleicht noch irgendwie was anderes oder so. Aber wüsste ich jetzt persönlich auch nicht. Aber ich denke mal, da wird dem Danny bestimmt schon was Feines einfallen. So, gut, das mit der Nacht lasse ich einfach mal. Ja, vielleicht ist ja nachher, wenn wir hier wieder rauskommen, dann ist vielleicht schon Nacht. So, aber wir gehen einfach mal rein. So, haben wir die Türe zu. Das hier bietet der Anstand. Okay, dann kicken wir mal. Was hat er hier Schönes gebaut? Abstellkammer hat er hier. Hat er alles voller Pflanzen gemacht? Warum hat er denn das gemacht? Hat er alles voller Pflanzen gemacht? Gut, wir wollen jetzt hier nicht spionieren, wa? Ui, hat er sich zwei Workbenches gemacht? Okay, das ist seine Abstellkammer hier. Ja, ist, ja, ein bisschen überschaulich. Abstellkammer. Naja, so. Hier hat er sich auf jeden Fall auch einen schönen Amboss, hat er sich hier hingeknallt. Hm, weniger herrlich. Oh, eine, oh, hier kriegt man einen Kuchen. Hm, Kuchen zur Begrüßung. Sehr lecker. Finde ich ja schon mal sehr nice. So, hier könnte man vielleicht noch eine Lampe drin machen. War so ein bisschen dunkel hier drin. YouTube dunkelt das Ganze ja auch nochmal so ein bisschen ab. Was ist denn das hier? Ich weiß gar nicht, was das ist. Sollten wir deswegen vielleicht in der Nacht hier reingehen? Hat er hier irgendwie einen Sensor gebaut oder sowas? Warte, es wird ja langsam Nacht. Wollen wir mal warten, bis es Nacht wird? Na, machen wir mal hier. Komm, machen wir hier. So, machen wir Slash. Time. Set. Night. Ist das jetzt Nacht? Ne, jetzt wird's hell, wa? Hm, okay, gehen wir einfach mal rein. Hat sich hier was verändert? Ne, hat sich ja nichts verändert. Gut, jetzt weiß ich nicht, warum das jetzt hier so, wenn du in der Nacht reingehst, sieht's cooler aus. Ja, vielleicht muss es noch ein bisschen dunkler werden. Ja, weiß man ja nicht. Gut, gehen wir einfach mal durch. Was hat er denn hier unten? Ah, das scheint sich hier auch irgendwie eine Falle gebaut zu haben. Oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es hier drin ein bisschen dunkel, Danny. Also hier muss man ein bisschen, bisschen Licht. Und die ganzen Blöcke hier drinnen, die verwirren mich. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das verwirrt mich hier so ein bisschen. Hier kommst du ja nicht richtig durch. Was soll ich denn hier machen? Guck mal, ich kann ja hier ja nicht weiter laufen. So, hier hat er die Treppen, hat er jetzt hier hoch zugebaut. Was haben wir hier hinten?
Ah, guck mal, hier hinten kann man noch lang. Alter, warum hast denn du so viele Blätter hierin gemacht? Und so wenig Fackeln. Das ist ja hier alles ein bisschen dunkel. Komm, ich helfe dir mal ein bisschen. Ich mache mal hier ein bisschen Licht. Bring mal ein bisschen Licht in die Sache hier. Aber warum hast du hier alles voller Blätter gemacht, Kumpel? Da ist noch eine Tür. Ist das jetzt mit Absicht, dass du das hier zugebaut hast? Ich weiß das nicht. Aber das ist ja hier alles ein bisschen verwildert. So, okay, gehen wir hier einfach mal lang. So, hier die Tür. Können wir wieder zumachen. Aber ich hoffe, das stört dich nicht, dass ich hier ein bisschen Lampen anbringe. Aber so, so kriegen wir auf jeden Fall hier ein bisschen Licht in die Sache rein. Weil das ist ja hier doch schon ein bisschen dunkel bei dir. So, hier, ich spendiere dir mal noch eine Lampe. So. Warte mal hier, Lichtschalter. Ah, der hat einen Lichtschalter. Kick mal. Ah. Na, dann brauchen wir ja kein Dings. Komm, machen wir mal aus. So, das müssen wir jetzt hier, das wusste ich ja nicht. Hat er einen Lichtschalter hier gebastelt, der Jute Denny? Ja, kick mal ihn an. So hat er sich das gedacht. Warte mal, dann müssen wir das natürlich hier voll zur Geltung bringen. Dann gehen wir jetzt hier mal wieder raus. Hier, machen wir ab hier. Machen wir ab. Genau. So, na dann betätigen wir doch den Lichtschalter mal. Oh, herrlich. Kick mal, jetzt können wir hier schön kicken. So, ah, so hat er sich das hier denkt. Kick mal ihn an. Sehr gut. Denn ich bin begeistert. So. Hier hinten, was hat er da versteckt? Kick mal, da hat er sich... Verzauberungsraum. Hat er hier alle zugebaut? Hier kommst du ja gar nicht richtig. Er hat da auch alle zugebaut. Was hast du denn das gemacht? Kommst du ja gar nicht so richtig da hinten hin. Hier muss man ja hüpfen. Um zum Zauberbuch zu kommen. Aber hier sind wir jetzt... Guck mal, hier sind wir jetzt hier unten schön. Warum ist denn das hier so zugebaut bei dir? Jetzt sag mir nicht, hier ist auch einer drin gewesen, so. Aber ich hab das ja alle zurückgesetzt, also dürfte das hier ja nicht sein. Guck mal, hier hat er sich einen Rüstungsständer gemacht. Ich muss das hier mal wegmachen. So, also hier ist ja auch nichts. Ich weiß nicht, warum du hier die ganzen Türen gemacht hast. Oh. Entschuldigung. Zeig aus, was in die Tür hier weggemacht. Da hat er auch nichts. Gut, ist alles hier ein bisschen zugebaut. Da hat er wahrscheinlich auch irgendwie einen Gang dahinter, wa? Hm. Gut, hier hinten leuchtet das jetzt natürlich nicht. Verzauberungsraum. Magie. Ah, sehr schön. So, hier wächst noch ein bisschen Gras. Ja, kann er sich ja abends schön in eine Pfeife kloppen. Ah, schön in eine Shisha. Mal schön reingeknallt hier und mal durchgezogen, das Ding. So, hier haben wir noch ein Treppchen nach oben. Wo geht denn das Tier hin? So, lass mal kicken, was der Danny hier gebaut hat. So, hier sind wir schon wieder draußen, wa? Ja, keep out. Ja. Ja, das war jetzt die kleine Führung hier. Kick mal ihn an. So, also hat er auf jeden Fall interessant gebaut. Ja, anders kann ich das nicht ausdrücken. Hat auf jeden Fall interessant gebaut. Die Aussicht von ihm, da bin ich echt neidisch. Muss ich wirklich zugeben. Ja, hätte echt eine super Aussicht. Also wenn man hier bei den Schafen kickt, also die Schafe, die haben ja hier, die Schafe und Kühe, die haben ja hier echt einen guten Ausblick. Ja, also wenn hier mal ein großer Dampfer ankommt, sehen die Kühe das als allererstes. So, hier könnte man sich vielleicht mal schon so einen schönen Hafen hinbauen. So, das ist ja prädestiniert, wenn man hier hinten mal so kickt. Kick mal. Kann man sich hier vielleicht so einen kleinen Hafen hinmachen. So, hier unten haben wir schon Creeper und Zombies. Hier unten könnte man vielleicht so eine kleine Hafenstation machen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Muss man ja mal sagen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, das war die kleine Führung jetzt hier beim Danny gewesen. Hat er auf jeden Fall sehr interessant gebaut. Hatte ich ja jetzt schon tausendmal gesagt. Hat auf jeden Fall sehr interessant gebaut. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Ja, aber momentan, er hat mir ja geschrieben, dass er momentan nicht so viel Zeit hat wegen Schule und anderen Verpflichtungen und so. Ja, ist er jetzt auch kein Muss. Also das ist ja jetzt nicht, dass ich sage, gut, wenn du jetzt hier 3 Tage nicht online bist, dann fliegst du raus. Nee. Ja, aber wenn jemand keine Lust mehr hat zu bauen oder so, dann kann er mir das ruhig sagen. Ich werde jetzt zwar nicht seine Sachen da irgendwie dann niederreißen, ja, aber dann weiß ich wenigstens Bescheid.
Ja, auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, gut, dann haben wir den Danny immer mal so ein bisschen begutachtet. Hier hat sich natürlich jetzt auch nicht viel verändert. Ist immer noch alles beim Alten geblieben. Ja. Und ja, gut, Freunde, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, in den nächsten Folgen seid ihr wieder mit dabei. Ja, vielleicht gibt es ja dann auch mal wieder ein Let's Play Together mit dem guten Sebari. Würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn das hier endlich mal so ein bisschen... ja, Neuigkeiten im Internet gibt es natürlich noch nicht großartig. Ist immer nur, die verstricken sich da in Ausreden etc. Und naja, Anwalt ist eingeschaltet. So, ja, ich hab's irgendwie mit dem Anwalt, aber anders kannst du das ja nicht mehr regeln. So, auf jeden Fall, ja, ich hoffe, dass sich da in den nächsten Tagen irgendwas regelt. Ja, ich habe da so einen kleinen Vorgabetermin, wann sie das regeln wollen, aber ja, wäre jetzt doof, den Termin zu sagen, weil dann passiert da nichts und dann seid ihr enttäuscht und ich bin auf jeden Fall enttäuscht und ja, würde dann auch nichts bringen. Ich warte einfach mal ab und präsentiere lieber, wenn das Ganze mal wieder richtig funktioniert. Momentan kann ich die Folgen ja immer nur so auf 10 Minuten bringen. Ja, ich denke mal, länger wird die Folge hier auch nicht sein. Ich werde jetzt auch nicht cutten oder schneiden oder so, wenn das jetzt 20 Minuten sind. Ach komm, hauen wir 20 Minuten raus. Ja. Gut, solltet ihr Interesse haben am Community-Server, solltet ihr hier teilnehmen, könnt ihr gerne unter die Let's Show-Videos mal eine Bewerbung schreiben. Ist egal, unter diesem Video oder unter dem letzten Let's Show. Ja, könnt ihr gerne mal eine Bewerbung reinschreiben. Wenn ihr irgendwie Videomaterial habt, was ihr auf YouTube hochgeladen habt und so, könnt ihr gerne mal in die Bewerbung mit verlinken. Ja, dann gucke ich mir das Ganze mal an, mal so ein bisschen, einfach mal so einen kleinen Eindruck, so, was ihr so baut und wie ihr so drauf seid. Ja, ich kann sagen, also Leute, die jetzt hier in den Videos drin haben, wie sie andere verarschen, alles kaputt machen oder so, kann ich hier nicht gebrauchen. Ja, ihr könnt ja zwar eine Bewerbung schreiben, wenn ihr Langeweile habt oder so, aber das, so eine Leute will ich hier nicht haben. So, die in den Videos da irgendwie zeigen, wie sie andere da verarschen oder kaputt machen, alles und tralala. Und ja, die möchte ich hier eigentlich nicht haben. So, solltest du trotzdem Interesse haben, einfach mal eine Bewerbung schreiben, ein bisschen Videomaterial mit dranhängen. Wenn du jetzt kein Let's Player bist und kein Videomaterial hast, ach komm, ist auch jetzt nicht so wild. Ja, einfach mal eine Bewerbung schreiben. Na, schreibst halt mal so ein bisschen und erzählst du was von dir. Und ja, Alter ist im Grunde genommen eigentlich völligst wurscht. So, Hauptsache du weißt, was sich gehört und was sich nicht gehört. Und da ist es egal, ob du jetzt nun 6, 16, 60 oder 160 bist. Ja, ist mir eigentlich vollkommen Latte. Freunde, dann bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Oh, da hinten brennt was. Guck mal, da ist ein Zombie am Brennen. Finde ich ja gut. So, mit den Eindrücken hier sollten wir mal den Feierabend machen. Mal, hier, komm, den beobachten wir noch. Ja. Ja, das ist ja jetzt auch irgendwie neu. Ist ja auch irgendwie neu. Gibt es ja mit dem neuesten Update. Sorry Leute, dass ich das jetzt hier kurz in einem Let's Show mache. Aber da gibt es ja irgendwie Minecraft 1.8.8 irgendwie. Also wir arbeiten uns auf Minecraft 1.9 hin. Und da gibt es ja schon kleine Veränderungen. So, ich habe bei Sparks of Phoenix... Habe ich gesehen, also der macht es da echt gut, also der hat es super beschrieben. Da gibt es da neue Veränderungen, wenn Schafe brennen, Schafe, Kühe oder überhaupt Tiere, die rennen sofort ins Wasser. So. Ob sie das jetzt nun schaffen oder nicht, aber sie laufen immer in das naheliegende Wasser, also zum naheliegenden Wasser. Finde ich total gut, haben wir jetzt gerade an dem Zombie gesehen, der hat hier brennt und der ist automatisch zum Wasser gelaufen. So, also das war jetzt kein Zufall gewesen, so, das ist wirklich jetzt so. Na, die arbeiten ja hart daran. Und, er hat hart gesagt. Ja, also die Leute hier von Mojang arbeiten ja hart daran, ja, das Minecraft so ein bisschen zu verbessern etc. Und finde ich eigentlich sehr interessant. Also wenn Schafe brennen, die laufen gleich zum naheliegenden Wasser, genauso wie andere Tiere. Ob es jetzt nun Schweine sind oder Monster oder so, sobald sie brennen, laufen sie zum naheliegenden Wasser. So. Gut, Freunde, dann bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Folgen. Bis derweil, Zers. Nur mal daran denken, hier bei Rappelzappel läuft der gute Stoff, Mann.